Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, beziehungsweise guten Abend natürlich, zurück zu Forza Horizon und 2. Das bis jetzt geilste Spiel, was ich je gespielt habe. Naja gut, das Beste nicht, aber es kann gut mithalten, es kann sehr gut mithalten. So, im Hintergrund rendert gerade die Folge von gestern. Muss ich ein bisschen im Auge behalten. War schon 6%, oh je. Denn ich muss dann... Was muss ich dann? Ich weiß es auch nicht, was ich dann muss. So, jetzt müssen wir wieder meine Profi-Driving-Skills auspacken. Oh. Ja, nicht driften. Ach halt, der Foto. So. Honda Civic. Typ R. Schon 14%, leck mich doch. Weil das ist dann blöd, wenn mitten im Video einfach die Folge von gestern kurz aufploppt. Jetzt läuft die Nase wieder. Ich hasse es. Na komm. Wo ist denn deine Beschleunigung, mein Lieber? Müssen wir dir mal ein paar neue Zylinder verpassen? Oh, eine Kurve und fast erster wieder. So, schön eng, na gut, eng war das jetzt nicht. Oh! Ups. Ich kaufe bald für die Xbox One und PC ein Lenkrad, da freue ich mich schon unglaublich drauf. Um das einfach noch realistischer zu machen. Es wird sowieso viel in Zukunft passieren. Oh, die Musik ist doch geil, oder? Die ist richtig geil. Ich habe mir die Soundtracks auch gezogen. Ich habe die auf meiner Platte. Oh, ich höre die ab und zu auch mal so. Höre ich auch ab und zu einfach mal so. Weil ich finde die Musik bei Horizon einfach klasse gemacht. 7 Sender wie versprochen, glaube ich. Das sind es 6, das weiß ich nicht. Das sind jedenfalls ein paar Sender. Mehr als bei Horizon 1. Und die Musik ist viel außergewöhnlicher, sage ich mal. Ich kenne die Titel alle nicht. Die kenne ich alle nicht. Ich meine, gut, ab und zu. Ich habe Avicii, habe ich, glaube ich, mal gehört. Und, also, ich sag mal, es sind jetzt nicht Unbekannte. Oder es sind doch viele Unbekannte, aber auch, den hat er jetzt echt nicht genommen. Doch. Ah, das war ganz schlecht. Vergiss es. Der Bimbo. Ja, komm! Fahr! Und... Hui! Das ist schon seit 25 Folgen Gewohnheit, mein Freund. Ich muss mal gucken, ob es Destiny für einen Rechner überhaupt gibt. Da ist ja sowieso wieder dieses Gerücht, Destiny ist die Verarsche von Call of Duty Modern... Ne, nicht Modern Warfare. Advanced Warfare, ja. Also... Advanced Warfare. Also, ich habe mir mal den Trailer von Advance angeguckt, aber
Also ich muss sagen, es sieht echt geil aus. Hat irgendwie auch so ein bisschen Crysis-Style, weil man halt definitiv realistische Waffen und Einsätze und Einsatzmöglichkeiten hat. Aber so könnte Krieg in Zukunft aussehen. Das ist echt erschreckend. Irgendwie spiegeln die Spiele doch irgendwie ein bisschen Realität. Wo geht der denn hin? Nee, die fahren mal anders mal. Wo geht der hin? Na? Oh, da drüben. Ja, komm, dann machen wir doch die, ja. So, dich lassen wir mal vorbei und... Wie sieht denn eigentlich der Innenraum aus? Ah, so. Ein sehr erfahrener Fahrer, Player irgendwas. Kreativer Name. Ich guck gerade unten auf die Turboanzeige. Diese Balken da unten, wenn ihr die seht. Ach, das Lied ist auch geil. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Da sieht man es eigentlich ganz gut, wie die Xbox eigentlich mit, Mensch, Anne, sag doch lauter. Wie die Xbox One mit Grafik arbeitet, finde ich ein bisschen schade. Weil ich sag mal, die Autos, die einen Kilometer entfernt sind, spawnen dann erst. Finde ich nicht ganz so schön. Jetzt hätte mich gern mal interessiert, warum der nach links geblinkt hat. Oh, es regnet. Scheibenwischer sind an. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das weiß ich. Oh, 57% schon. Könnte ich vielleicht in Zukunft öfters machen, während des Aufnehmens rendern. Das spart mir definitiv Zeit. Drei von vier rennt schon? Mann, was ist denn mit der Nase los? Das gibt's doch nicht. Einer hat mir auch geschrieben, gute Besserung. Vielen Dank auch. Das hat bis jetzt leider nicht ganz so den gewünschten Effekt erbracht. Also wenn wir aus dem Kleinen hier ein Allrad machen, weißt du, dann hauen wir ab. Der Kleine ist super leicht. Dann noch im Allrad ein bisschen eine Mode aufgepimpt. Alter. Das sieht ja auch geil aus. Der Dreamtext ist mittlerweile auch jetzt aus England zurück. Dem treffe ich mich auch noch heute Abend. Aber ich habe ein Problem bei Formel 1. Ich wollte es spielen, aber wenn ich auf Saison-Auswahl gehe oder Karriere, verlangsamt sich das Spiel, sage ich mal, um 100%. Ich kann dann nichts mehr machen. Da passiert nichts. Drücke ich wieder auf den Zurück-Button, tut das Spiel wieder beschleunigen und läuft wieder ganz normal. Also ich sag mal, die Animationen werden so langsam, dass die irgendwann stehen bleiben. Oh, das war knapp. Komm, Fiat! Ah, kurvige Strecke. Also wir wissen, der fährt jetzt gegen den, oder ganz viele fahren gegen den. Also fahren wir nach links. Dass die auch zu einen zur Seite drücken, ne? Komm. Meine Lenkung ist kaputt. Oder hat einen leichten Schaden. Alter, warum ist der so schnell? Ich fahr schon am Limit. Am Limit. Oh oh. Das sieht nicht gut aus, dieses Rennen.
Jetzt muss man echt eng die Kurven schneiden. Bergunter ist halt definitiv schneller irgendwie. Hätte man gar nicht so viel bremsen müssen. Komm schon, dich kriege ich auch noch. Wer bremst, der verliert. Was ist das für ein Checkpoint? Ich bin ruhig heute, ne? Aber kann nur kurz sein, dass ich mir vom Inneren her ein bisschen Sorgen mache. Die Freundin war seit gestern Abend nicht mehr online. Wir haben mittlerweile 3 Uhr mittags. Facebook nicht, WhatsApp nicht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Erfolg freigeschaltet. Rosa Armband. Wie jetzt? Sind wir schon weiter? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Jawohl. Gut gemacht. Du hast dir ein rosa Armband verdient. Yay. Stuff. Na gut. Rosa. Kann ich mit leben. Ein Rennen noch und dann geht's direkt weiter. 90% Renderring. Na, was ruckelt denn da? Ich wollte eigentlich heute ein bisschen mit der PS4 spielen, aber ich habe die ausgeliehen momentan. An einen Freund von meinem Freund, weil der hat nämlich keine Konsole. Und kann, sein PC ist momentan kaputt. Und da kann er nicht zocken, weil er auch keine Konsole hat. Und da hat er mich gefragt, ob ich ihm eine Konsole ausleihen könnte. Ich hätte ihm auch eine PS3 oder Xbox 360 geben können, aber ich gesagt, ey, nee, komm, lass. Ich fahr mal querfeld ein. Da habe ich ihm die PS4 gegeben. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Man muss sich so gut konzentrieren, wenn man da durch so Wälder fährt, muss man auch sauschnell reagieren. Boah. Ihr Ziel erreicht. Glück gehabt. Schade, das Rennen kann ich nicht mehr machen. Gut, wir machen das Rennen, das letzte Rennen in der nächsten Folge plus Roadtrip. Denn das Rendering ist schon bei 99%. Das heißt, es wird gleich die Folge aufploppen. Von daher. Ja. Ja. Ich weiß. Gut. Tschüss. Boah, da habe ich aber gerade im richtigen Moment die Folge beendet, denn kurz 2 Sekunden nachdem ich auf den Aufnahmestopp gedrückt habe, ist mein Video aufgeploppt. Also, das war allerhöchste Not, dass ich jetzt aufhöre. Gut, die Folge hat nur jetzt 13 Minuten gehabt, aber